Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Woodblock auf meinem Kanal Survive. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie ihr sehen könnt, noch nicht ganz aus den Woods, denn ich habe gerade noch meine Ausrüstung für die nächste Tour vorbereitet. War eigentlich schon früher geplant. Ich warte aber noch auf eine Isomatte, die ich testen darf. Dementsprechend verzögert sich mein nächster Overnighter ein bisschen. Nichtsdestotrotz muss ich einfach mal wieder raus in den Wald und da nehme ich euch natürlich mit. Bevor es jetzt aber rausgeht, kann ich euch gerne mal zeigen, wie das so bei mir mit der Ausrüstung aussieht, wenn ich das vorbereite. Ich habe hier mal so meinen Schlafbereich mit Tarp, Isomatte, Schlafsack und so weiter und so fort. Kochen, Strom, es ist jetzt noch nicht alles am Start. Es soll regnen die Tage, deswegen auch diesmal ein Poncho mit dabei. Und ja, so habe ich dann immer einen guten Überblick darüber. Das hier ist übrigens mein Rucksack für so Tagestouren. Den werdet ihr schon mal in den einen oder anderen Video bestimmt gesehen haben. Das ist der allererste Rucksack, den ich mir jemals geholt habe. Deuter 26 Liter habe ich jetzt, glaube ich, schon über 5 Jahre. Bin ich bis heute super zufrieden mit. Habe ich schon in Österreich bei Bergwandertouren gehabt. Ist halt geil für so Tagestouren. Aber auch im Alltag habe ich den immer gerne dabei, weil es einfach vom Platz super gut ausreicht. Ja, ich war übrigens gestern schon draußen und habe Teile eines Woodvlogs aufgenommen. War aber noch nicht ganz zufrieden, weil ich die Drohne auch nicht fliegen lassen konnte, weil es doch sehr stürmisch war. Deswegen mache ich das heute nochmal und wir schneiden so ein bisschen von gestern und heute alles zusammen. Ich konnte gestern das erste Mal meine neue Big Boy ausprobieren, die ich vom Daniel und vom Max bekommen habe. Ja, und wie begeistert ich davon bin, das zeige ich euch jetzt. Hoho! Das ist ja... Boah, das ist ja herrlich! Eieiei, das ist ja so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ey, krass! Heftig! Eieiei. Freunde! So, das war jetzt das erste Mal Segen und ich bin so heftig überrascht. Also, dass das ein Unterschied ist, habe ich mir schon vorgestellt, aber nicht, dass es so ein Unterschied ist. Das geht ja, das macht ja richtig Spaß. Ich habe Segen richtig gehasst, aber damit macht das ja richtig Spaß. Geil. Geil, ey. Da geht noch ein fettes Danke an Daniel und an Max raus. Das ist ja, oh, das macht ja Spaß, ey. Geil. Sonst ist es für die Woodvlogs ja üblich, dass ich etwas Cooles schnitze. Und ich glaube, die meisten von euch können schon ganz gut sehen, was das hier ist. Weniger, was es ist, sondern eher, was es werden soll. Denn ich habe gestern eine Birke gefunden, nimm mal gleich einen dicken Stamm abgesägt, damit ich mir eine geile Kuxa schnitzen kann. Außerdem musste mein Zunderbeutel mal wieder aufgefüllt werden und auch das habe ich gestern gemacht. Ich dachte erst, ich finde keine Birke und jetzt schaut euch das Ding an. Geil, geil, geil. Da werde ich jetzt ein bisschen Birkenrinde ernten. Die kommt dann in meinen Zunderbeutel, dass ich da wieder was am Start habe. Und ja, dann ist es auch schon geschafft. Genug gequatscht, genug gezeigt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus in den Wald. So, Freunde, wir sind auf dem Weg. Die Sonne zeigt sich ein bisschen im Hintergrund. Wunderschön. Und wisst ihr, was ich schön finde? Dass der Frühling sich langsam zeigt. Und dass alles langsam das Blühen anfängt, nachdem wir letztens vor einer Woche erst den übelsten Wintereinbruch hatten. Kommt jetzt wieder das Frühlingsfeeling raus und es ist einfach nur herrlich. Freunde, sonst, wie geht's denn euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Danke für euren regelmäßigen Support. Danke, dass ihr immer mit am Start seid. Man muss auch einfach mal Danke sagen. Und das möchte ich jetzt gleich auch mal am Anfang des Videos nutzen, um dir und euch da draußen Danke zu sagen für euren Support, dass ihr immer mit am Start seid. Weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Wer meinen Kanal und meine Videos, vor allem das Video vom Kiffer zum Bushcrafter, schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich ein Mensch bin, der sich sehr auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Und ich muss ehrlich sagen, dass in den letzten 2 Wochen so viel krasser Scheiß passiert ist, der teilweise noch gar nicht so richtig in meinem Kopf drin ist und den ich ja für mich hier draußen alleine erstmal richtig verarbeiten muss. Die Leute, die mir regelmäßig auf Instagram folgen, die wissen auch schon
Ja, ein bisschen mehr, weil ich da ja auch so ein bisschen was von meinem Privatleben zeige, was so bei mir abgeht. Und falls euch da was interessiert, gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Und bevor wir jetzt aber tiefer in die Materie eingehen, suchen wir uns erstmal einen schönen Spot. Und dann bauen wir ein kleines Lager auf und genießen erstmal das Zwitschern, die Sonne, ja, einfach die Natur. Freunde, während ich gerade mit euch hier durch die Natur spaziere, gemeinsam mit euch diesen Woodvlog aufnehme, finde ich es gerade ziemlich geil, dass man so ein Format wie den Vlog, der oft für, ja, sage ich mal, banale Sachen genutzt wird, einfach zu nutzen, um euch die Natur näher zu bringen, um rauszugehen, um etwas euch mitzugeben, was Tiefe hat, was wichtig ist. Das fühle ich gerade und deswegen, wenn ihr das genauso wichtig findet, supportet auf jeden Fall diese Vlogs. Die machen mir mega Spaß. Ich kann der Welt ein bisschen was von der Natur zeigen und wir können gemeinsam die Natur genießen. Ich fühle das gerade richtig. Und wisst ihr, was ich auch merke? Ich war ja schon mal 4 Wochen zu Fuß durch Deutschland unterwegs und immer wieder, wenn ich so spazieren gehe, einen Rucksack auf dem Rücken habe, laufe, die Natur sehe, die Sonne scheint, dann würde ich am liebsten einfach wieder loslaufen. Herrlich. Ich bin immer wieder überrascht, wie schön es doch hier ist, ey. Das habe ich auch noch nie gesehen. Krass, obwohl ich da oben, also hinter mir, schon mal lang spaziert bin. Ich zeig's euch mal. Hier ein schöner Mischwald aus Nadel- und Laubbäumen. Und hier, ihr könnt es sehen, geht so eine, ja, das ist keine Schlucht, aber so eine ganz mini kleine Schlucht, die da durchgeht. Hier gibt es auch coole, gerade Flächen. Das heißt, hier wird auf jeden Fall mal übernachtet. Das ist so geil, wenn man auch einfach mal wieder nur durch Wälder läuft, um einfach mal zu erkunden. Mit leichtem Gepäck, dass man nicht sagen muss, okay, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr zu tragen, sondern man geht einfach spazieren und man findet wieder richtig geile Spots zum Übernachten. Hammer. Geil, geil, geil. Das freut mich gerade wieder richtig. Schön. Freunde, das Lager steht mit einem wunderschönen Ausblick in den Wald. Es ist jetzt nicht ganz eben. Ich will hier heute ja auch nicht übernachten, deswegen ist es gar nicht schlimm, aber ich zeige euch das Ganze jetzt einmal von außen. So sieht das Ganze aus. Einmal hier abgespannt, dann Ridgeline in der Mitte, da hinten einfach nur mit dem Stock abgespannt. Isomatte, ja, passt. Und jetzt schauen wir uns natürlich nochmal den Ausblick an, weil das ist eigentlich das Schönste. So, jetzt kann man es gar nicht so sehen, aber man sieht hier so ein bisschen die kleine Schlucht. Da der Baumstamm, da hinten der Lizzy. Ja, schön. Also ich habe gerade schon so überlegt, wenn mir die Stadt zu mir kommen würde und sagen würde, ey Ben, pass auf, such dir ein Waldstück aus, wo du deinen Kram machen kannst, würde ich sofort den hier wählen. Ich glaube, ich habe mein Favorite Waldstück gefunden. Es ist nicht groß, aber es ist wunderschön. Und jetzt
wird geschnitzt. Oh, Freunde, ich saß gerade wieder hier. Ich habe hier so rausgeguckt und habe einfach dieses Freiheits-Gänsehautgefühl bekommen. Falls ihr das kennt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und das zeigt mir mal wieder, dass man nicht immer krasse Abenteuer erleben muss oder krass weit weg sein muss im Dschungel oder was weiß ich, um irgendwelche Abenteuer zu erleben oder das Gefühl der Freiheit zu spüren, sondern geh einfach mal 2-3 Kilometer aus dem Haus raus, setz dich in den Wald, bau dir ein entspanntes Lager auf und fühl es, ey. Fühl es einfach nur. Das wollte ich euch noch mitteilen. Jetzt wird aber geschnitzt. Also erstmal fange ich mit dem Aushöhlen an, ja, dass ich hier eine schöne Tiefe habe, um überhaupt was trinken zu können. Freunde, ein kleines Update. So sieht das Ganze aktuell aus. Und außen drum ist jetzt so gut wie alles weg. Ich will noch ein bisschen tiefer gehen, bin schon ganz zufrieden, aber hier oben ist ein kleiner Riss drinne. Der nimmt mir doch einen ganzen Zentimeter von oben weg. Das heißt, da werde ich dann noch mal ein bisschen tiefer gehen. Aber jetzt fange ich erstmal an, so ein bisschen die Konturen außen zu machen. Was soll ich sagen? Es läuft nicht immer alles wie geplant. Ich bin so weit, Freunde. Ich bin schon ganz weit. Und jetzt schau dich das an. Scheiße. Ich war schon so weit. Ey, das war so anstrengend gerade. Ich habe mich doch zweimal geschnitten. Das war so anstrengend. Und jetzt war ich einfach unvorsichtig. Oh, jetzt verliere ich schon die Kamera. Jetzt war ich einfach unvorsichtig. Und jetzt ist dieses Stück da rausgerissen. Aber das gehört auch dazu. Scheibenhonig. Ich habe leider auch nicht die andere Seite von dem Holzstück dabei, weil sonst hätte ich jetzt die Nummer 2 machen können. Dann hätte ich gleich bei Nummer 2 weitergemacht. Damn. Ja, was soll ich sagen? Ist so, wie es ist. Kann man jetzt nicht ändern. Hätte man besser machen können. Ich war einfach an einem gewissen Punkt unvorsichtig und habe mit der Axt blöd gearbeitet, dass das rausbricht. Ja, hätte ich besser machen können. Man lernt nur draus. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht zu lang abfacken, weil ganz wird es dadurch auch nicht. Was sehr schön ist, es hat leicht das Regnen angefangen und es prasselt so auf das Tarp. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Schön, das liebe ich einfach sehr. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Bei so einem Woodblock, da quatsche ich ja auch immer ein bisschen mit euch, was aktuell so bei mir im Leben los ist und so weiter und so fort. Und momentan ist recht viel los. Alles nur wegen einem Buch. Die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen auch schon mehr. Das heißt, die Leute, die so auch ein bisschen Privatsachen und so interessieren, gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Und zwar handelt sich es um das Buch, ich habe es jetzt nicht dabei, die Lebenszahl als Lebensweg. Dort wird eine Lebenszahl, ich werde es mal ganz kurz, knapp beschreiben, damit ihr einigermaßen Plan habt, worum es geht. Aus deinem Geburtstag wird eine Lebenszahl errechnet. Zu dieser Lebenszahl gibt es dann ein gewisses Profil mit einem Lebensweg, mit Stärken, mit Schwächen, mit Eigenschaften und so weiter und so fort. Und ich habe das ausrechnen lassen und es passt zu 98,9% auf mich. Zu Dingen, die ich schon in meinem Leben geschafft habe, bewältigt habe, gemeistert habe. Aber Dinge, wo mir auch wieder gezeigt wird, okay, da musst du definitiv noch an deinem Leben arbeiten. Und ich finde gerade dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist einfach eine sehr, sehr interessante Sache. Und da bin ich momentan wieder ja, sehr, 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 sehr im Struggeln mit meinem Kopf und am Überlegen, was kann ich besser machen, was möchte ich an mir selbst noch verändern. Wo sehe ich Sachen, die ich vielleicht an mir selber nicht so mag und ja, die ich verändern, verbessern möchte? Und wo muss ich auch einfach für mich mal Nein sagen, für mich mal meine Grenze setzen? Weil das ist auch zum Beispiel was ich eigentlich weiß, aber was mir jetzt wieder sehr bewusst geworden ist, was ich öfter machen muss, wo ich sagen muss, okay, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf oder das will ich gerade nicht. Das ist was mir persönlich sehr, sehr schwer fällt und ja, was dann aber irgendwann an Punkt dafür sorgt, dass ich mich voll abschotte, dann keinen Bock mehr habe und dann ganz, ganz ruhig und abgefuckt werde. Ja, und das sind so Sachen, ja, es ist ganz, ganz interessant für die Leute, die es interessiert. Buch unten in der Videobeschreibung. Ja,
Aber das ist so, momentan beschäftige ich mich viel mit mir selber, mit meiner eigenen Entwicklung, sowohl spirituell als auch ja, generell meine Schwächen und Stärken. Das ist so was, weil ich mich momentan viel mit, wo ich mich viel mit auseinandersetze. Und da tut es mir persönlich auch immer sehr gut, einfach hier rauszukommen, um zur Ruhe zu kommen, um das, was ich alles aufgeschnappt und mir erlesen habe, einfach mal wieder zu verarbeiten und mir generell Gedanken darüber zu machen, wo will ich hin, was will ich von mir, wer will ich sein, bin ich stolz auf mich und was will ich ändern. Ja, das war jetzt viel, viel Gebabbel. Aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen verstehen, was ich meine. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen liegen, die Aussicht genießen, mir ein bisschen Gedanken über mich selbst machen, mich nicht mehr über meine Kuckser ärgern, weil ändern kann ich daran leider nichts mehr. Schade Marmelade. Vielleicht fällt mir ja noch irgendwas Cooles ein, was ich trotzdem daraus machen kann. Eine Futterschale für Vögel zum Aufhängen. Oh ja, das ist eine geile Idee. Oder? Was sagt ihr? Das kann ja eigentlich so bleiben. Vielleicht höhle ich das noch ein bisschen aus. Das kann man so zum Aufhängen machen und dann können die hier so rein und sich was zum Snacken nehmen. Das kommt dann in meinen Schrebergarten. Wäre ganz geil. Vielleicht mache ich das. So kann man aus was Schlechten auch noch was Gutes machen. Die Lizzie und ich werden uns jetzt runter zum Abhang begeben, dem Bach folgen, um uns wieder auf den Weg nach Hause zu machen. Ich hätte das Video gerne mit einer fertigen Kuxa beendet. Aber was sollst du machen? Passiert. Beim nächsten Mal weiß ich es besser. Einfach bewusster, langsamer, vorsichtiger machen. Vor allem, je weiter du kommst, desto ja, größer ist die Gefahr, dass irgendwas passiert. Weil die Wände natürlich dünner werden und so weiter und so fort. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Sind jetzt einige Stunden für draufgegangen. Aber es war für mich ein schöner Tag hier draußen in der Natur. Ich hoffe, für euch war der Tag genauso schön. Und ja, Freunde. Ihr kennt das Spiel. Auch in diesem Bootvlog möchte ich euch wieder was Schönes mitgeben. Und zwar, dass ihr euch mal ein bisschen mit euch selbst auseinandersetzt. Und zwar auch nicht nur mit den schönen Dingen, weil das ist immer die einfache Variante, sondern vielleicht auch mit den Sachen, die wir nicht so cool an uns finden. Und dass wir da einfach tief in uns reinhören, einfach mal schauen, okay, was taugt mir nicht so an mir selbst? Oft sind auch Sachen, die wir an anderen Menschen nicht mögen, Sachen, die wir an uns selbst nicht mögen. Deswegen schaut mal ein bisschen auf euch selbst, setzt euch ein bisschen mit euch selbst auseinander, werdet bewusster, geht raus in die Natur, genießt euer Leben, denn wir haben nur eins, live your life, you will not survive. Kann man doch dazu nur sagen, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Passt bis dahin auf euch auf. Ciao. Ich habe vergessen zu sagen, ihr sollt euch nicht anquatschen lassen. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen, außer von mir. Ciao.